Eigentlich könnte ich hier wirklich das machen. Zack. Es gibt ja nur einen nächsten Angriff. Entweder rechts oder der mit linker Maustaste. Das ist mir jetzt erst so bewusst geworden, ne? Ich bin ja halt ein Schnellchecker von der Firma Langsam. Das ist nun mal so, ne? Ich dachte, das ist... Es geht ohne weiteres. Kann man das nicht sehen? Man verbraucht mehr Zorn als erwartet, aber das stimmt gar nicht. Jo, so, das war doch nett und lecker. Und jetzt quatschen wir mal mit dem Typen hier. Help me, Stranger. I'm thirsty. My family needs water. Help us. Sorry. I'm confused, Katarina. Do Borgovians say water instead of food? No, you heard right. With all these factories around Borgova, the soil is polluted. The water is tainted in the rookery and the soldier machines won't let us enter the downtown. And how can I help you? There's a huge water tank in the vicinity, but a group of evil beasts wants to make us pay for the water. That's truly a disgrace. I'll help you. Oh yeah. Weil wir helfen können. Wenn wir nicht helfen könnten, dann würden wir natürlich nicht helfen. Aber weil wir ja die Macht haben, zu helfen, werden wir ihm helfen. Wir werden alles Mögliche tun, um zu helfen. Und den Typen dort im Arsch zu blasen. BAM! Ja, ja. Ich mag das immer, wenn dann der Bildschirm so leicht rüttelt. Durch diesen Explosionsschuss. Also das sind immer, das sind zwar Kleinigkeiten, aber ich finde das cool, wenn Programmierer das einbauen. So. Mein Gott, die Ratten kommen! Die Träger der Pest! Wie räudig das doch ist hier. Metropole, ja. Was für eine Metropole. Das ist alles einfach nur versifftes London. Ja, ich weiß, wir sind hier gar nicht in England, aber das erinnert mich zu der Zeit, als in London zur Industrialisierung. Also wenn ihr davon Bilder kennt, ja, dann wisst ihr, was ich meine. Die waren zwar sehr, sehr industrialisiert, aber die waren auch sehr, sehr, sehr versifft. Ist doch ganz normal, ne? Ist ja ganz normal. Na gut. Ich glaube, so langsam kann ich dann auch doch die Aufnahmepause beginnen. Das Schöne ist ja bei Van Helsing, dass... dass die Gegner nicht wieder neu spawnen. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich nur eine Stunde aufnehme. Und die Stunde, die haben wir so weit, so fast drin, ne? Ei! Irgendwas wieder verbessert, stand zumindest da. Ansehen verbessert. Achso, wir können jetzt hier uns was aussuchen. Nee. Doch nicht. Starker Kämpfer, Naturheilkunde, Akkanator, okay, das ist klar. Fertigkeiten. Okay. Das soll der Zukunftsmelder entscheiden, was wir jetzt hier noch nehmen werden. Ich werde mich jetzt hier ganz, ganz provokant einfach mal so ausloggen und freue mich, dass ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Bis dahin, tschüss!
Und damit ein herzliches Hallo, willkommen zurück. So, wir sind jetzt dabei. Okay, ich hatte echt ungut das hier abgebrochen gehabt, die letzte Aufnahme. Ey, was ist denn das hier? 3 Mana pro Treffer, ein schicker kleiner Hut. Aber wir wollten ihr die Fähigkeiten geben, dass sie hier unseren physischen Schaden erhöht. So, verfügbare Fertigkeitspoints. Da versuchen wir das jetzt hier mal auszugleichen. Wir haben jetzt bei ihr 54 Körper gelernt und 34 Willenskraft. Also da müssen wir noch ein bisschen nachziehen mit Willenskraft, dass sie mehr aushält. Die werte Frau Katharina. Gut, so. Okay, dass das hier nach unten geht, das finde ich jetzt nicht so toll. Das sollte, weil da uns jetzt gerade was anfangen wollte. Zack. Und Rattending! Was auch immer ein Rattending sein könnte. Und so ein Rattending, ne? Boah. Naheliegend. Ach Kacke, das sind die vier, die uns Mana rauben, ne? Warte, einen haben wir gleich. Da, da ist das eine Vieh. Aber so viel Damage machen die ja auch nicht. Das ist bloß nervend durch das Mana, dass sie uns den Explosionsschuss vermiesen. Ah, okay. Also können wir da gleich nach unten wandern oder wir gehen dann nach oben rechts. Gehen wir erst einmal nach oben rechts, nachdem wir hier die eine Ratte besiegt haben. So, jetzt hier nochmal die Heilung reingeknallt. Bam. Hier die Ratten mit ihren scheiß Musketen. Lachhaft! Da hast du... Oh oh. Katharina! Ah, okay. Katharina! So. Wir wollen ja nicht, dass unser Geist stirbt. Oh, Mann. Ja. Das wissen wir. So. Ich frage mich trotzdem immer noch, wann wir diese Tower Defense das erste Mal dann nutzen können. Mir scheint es nämlich so, als ob wir die erst dann wirklich ganz bis zum Schluss nutzen können. Sind wir aber gespannt. Sind wir gespannt. Lassen wir uns überraschen. Quatschen wir erstmal mit dem hier, mit Strafgor Medu. Thank you, stranger. Medu. You saved my life. Yes, yes. So, what were those creatures? A new batch of creeps from those laboratories? The pale gentlemen. They dabble in arcane arts. One of them, this grand alchemist, is experimenting with liquefied phlogiston. It leaks into the streets and changes people. It's highly flammable. If only you would blow etwas up the springen, vent where it's coming from. Wir stehen, aber ich brauche eine Sprengstoffbombe. Ich muss wichtig hier kommen. I say no to blowing things up, but I'll need an explosive device. Jo, okay. Jetzt schön. Jetzt hat er uns gesagt, dass er eine Bombe braucht, aber oh, hier ist noch ein Bettler. Listen to me, stranger. Hört mich, Fremder, es geht euch und ihr würdet Sprengstoff suchen. Kann ich euch helfen, wenn ihr mir helft? Okay, hier sind 100 Gold. Here is 100 Gold. And a word of advice. Only the truth, please. 100 Gold? That's enough. I want my pony. I would dream of lying to you, sir. There's a rat man in the port. He's called Arcady. A fence dealing in forbidden goods. Okay, also es gibt auch hier noch einen Hehler, welcher mit heißer Ware handelt. Okay. Und wir müssen vormerken, unsere werte Frau Katharina bekommt ihr Pony. Und die Typen hier, die gehen mir auf den Sack. So nicht, Freunde. So. Also von der Sache sind die Typen ja mal richtig lachhaft, aber
sie sind nervend durch diese Geschosse, weil die extrem Damage machen. Man muss halt bloß wissen, dass man hin und wieder mal einen Positionswechsel vornehmen sollte, aber das lernt man in jedem Ego-Shooter, dass man als Sniper nicht an derselben Stelle 20 Stunden stehen sollte, weil das sind immer diese verhassten Camper zum einen und zum anderen, dann wissen die Gegner nach dem 20. Dead, wo endlich der Gegner ist, ja, also immer schön Positionswechsel. Rattenleiche, noch Rattenknochen. So, haben wir hier? Nö, hier haben wir nichts weiter. Hier haben wir aber noch ein Portal. Kräutarten, Hauptplatz, Versteck. Okay, also hier können wir uns dann wieder zurück teleportieren und hier haben wir noch Bettler. Help us. Ja, hier kommen. Here you are. 50 gold marks. You should really start gathering an army of beggars. Thank you. Oh, thank you. Ja, ich bin halt ein herzensguter Mensch. Wenn es um mein eigenes Portemonnaie gehen würde und nicht um das von Van Helsing, dann würde ich es natürlich anders sehen. Denn mir steckt auch nie jemand etwas so ein weiteres dazu. Ja, also die wollen immer Gegenleistung, das ist das Ärgerliche. Aber ich sag mal, wenn man hier so viel Gold schon findet, dann kann man mal hin und wieder mal ein paar Bettler, ein paar Münzen zuschicken, stecken. Um einfach mal das Gamer-Karma. Okay, hier muss irgendwo... ja. Alter. What the hell? Okay. Zweite Chance. Haben wir uns verdient. So eine Sauerei. Also ich weiß nicht, was da unten gerade geschehen ist, aber es hat sich nochmal dahingehend bestärkt, dass ich es hasse. Dass ich es grundlegend hasse, nach unten zu kämpfen. Weil man sieht nicht, welche Scheiße auf einen zukommt. Deswegen gehen wir doch lieber erst nochmal hier links entlang. Oder hier unten erst einmal, da wo wir die Ratten klein gekriegt haben. Und hoffen darauf, dass wir noch ein weiteres Irrwisch finden. Mit einem weiteren Rätsel. Oder hier ein paar Geheimnisse. Nee, hier haben wir auch nichts weiter. Nö. Gar nichts. So. Mann, da kriegst du noch einer hier. Ihr hässlichen Kackviecher hier. So, tut mir leid für meine vulgäre Ausdrucksweise, aber das sind Satzverstärkungswörter. So, Angelplatz. Zerlumpte Stiefel, yay. Wir haben zerlumpte Stiefel aufgehoben. Wo sind sie? Die verbleichten Buchstaben im Inneren lauten WRT. Okay. Magisches Quest. Ja, okay, das ist klar. Das ist für unsere Zigeunertusse. Na, okay, gut. Müssen wir mal hier weiter gucken. Kriegen wir vielleicht noch was aus dem Angelplatz? Also sowas muss man... Kein Haken. Wir haben keinen Haken mehr. Oh, okay. Out of Haken. Out of Hooks. So, hier geht's auch nicht weiter. Da links. Ihi, was sind das für Viehzeug hier? I don't have any healing potions. Ja. Ich sag mal geil und so. Geile Kacke, Mann. Ja. Ja. So muss das. Wenn wir sie treffen, dann müssen wir so richtig splattern. Das muss wehtun, wenn wir die Spucker treffen. Oh ja. Den hätten wir wieder. Bam! Da unten ist wieder ein Koloss. Alter Tunnel. Nein!
Ich wollte da nicht rein.